Und es wird allerhöchste Zeit, euch den 2017er Schleich-Kentrosaurus vorzustellen. Eine Neuauflage des 2015er Modells. Unter diesem Review wird es eine Gegenüberstellung mit dem Vorgängermodell geben. Welcher ist besser? Wie stehen die Modelle größentechnisch sich gegenüber? Dann von der Verarbeitung her, die ganzen Details und so weiter. Das werde ich heute mal in diesem Review vergleichen. Und ein Fazit daraus ziehen, welches ist das gelungenere Modell von beiden? Dieses Modell hier hat die Katalognummer 14583. Ist circa 18 cm lang und an der höchsten Stelle 11,5 cm hoch. Wissenswertes zum Kentrosaurus hatte ich ja bereits damals zum Review des Vorgängermodells vom Schleich-Kentrosaurus erwähnt. Den Link zum Review des alten Kentrosaurus findet ihr in der Videobeschreibung. Da schauen wir uns ihn jetzt mal aus der Nähe an. Wie immer beginnend mit dem Kopf. Auch dieses Modell hat einen sehr, sehr schmalen Kopf. Das Maul ist bei dem hier geschlossen. Ein herrlich schlanker und keilförmiger Kopf. Hier nochmal von der anderen Seite. Das finde ich schon sehr schön bei diesem Modell. Von der Farbgebung her zeigt er sich ähnlich wie das alte Modell in beige und in einem leichten lila Ton, lila braun. Ein Farbmix ist das. Hier haben wir mal einen Blick auf die Schulterstacheln des Kentrosaurus, die auch typisch für ihn waren. Ja, was ihm da so aus der Seite rauswuchs, ist schon extrem verblüffend. Ja, wirklich enorm, was die Natur da so in der Vergangenheit rausgebracht hat. Schauen wir uns das Modell mal von der Seite an. Schöne Details der Schuppen hier am Hals und am Körper. Aber mit den Raffinessen des alten Kentrosaurus kann dieses Modell nicht mithalten. Und das zeige ich euch auch gleich in der Gegenüberstellung. Hier auch nochmal auf der anderen Seite. Das waren ja so Details, die mich beim alten Kentrosaurus so extrem verblüfft haben. Also die Pose ist etwa ähnlich, aber nicht komplett identisch. Das sind hier mal die Beinchen, hat hier die Beine angewinkelt. Auch er zeigt eine dynamische Pose, wenn auch nicht so extrem wie das Vorgängermodell. Trotzdem ist es ein schönes Modell. Dann haben wir hier für Kentrosaurus typisch seine Knochenplatten und die extremen Stacheln. Auch die sind etwas anders gestaltet als wie bei der Vorgängerversion. Die wirken hier fast hölzern und auch diese Knochenplatten da sind nicht so extrem detailreich ausgearbeitet wie etwa beim Vorgängermodell. Und ich frage mich, warum macht Schleich da nicht weiter, wo er beim Kentrosaurus von 2015 aufgehört hat? Warum gibt es da tatsächlich noch einen kleinen Rückschritt, auch wenn es bei diesem Modell eher minimal ist, was die Details angeht? Nochmal von der anderen Seite. Auch das neue Modell ist wirklich sehr schön, aber wie gesagt, nichts im Vergleich zum Vorgängermodell. Hier mal die Ansicht der Rückenplatten und Stacheln von oben. Da sieht man, dass auch er den Schwanz ziemlich weit oben trägt. Und wie zu einem Schlag ausholen will. Ja, das wird hier sehr deutlich. Bei dem 2015er Modell ist es noch durchaus krasser. So, es ist schon ein schönes Figürchen, ne? Aber das alte Modell ist einfach nicht zu toppen. So, und da haben wir auch das Vorgängermodell mal auf der rechten Seite. Hier zeigen sich auch schon die Unterschiede. Also wie gesagt, die Posen sind etwa identisch. Beide gucken nur in verschiedene Richtungen. Die Beinhaltung ist quasi spiegelverkehrt, wenn man so will. Das Vorgängermodell weist noch ein geöffnetes Maul auf.
und ist etwas kleiner in der Rückenlinie als wie das aktuelle Modell. Der Schwanz des Vorgängermodells auf der rechten Seite ist etwas stärker geschwungen und auch etwas länger als wie bei der neuen 2017er Version. Und hier nochmal von Angesicht zu Angesicht. So, hier zum Vergleich nochmal die Körperpartie dieses alten Kentrosaurus. Wohl alt, das Modell ist 2-3 Jahre alt. Ja, also hier werden wirklich unglaubliche Details sichtbar, die dem neuen Modell fehlen, komplett fehlen. Wie man hier sehr schön sieht, also diese Details kann er nicht präsentieren, auch auf der anderen Körperseite nicht. Sieht er relativ normal aus. Auch die Beine, die Struktur der Muskulatur unter der Haut, die Schuppenpartien und so weiter, sind kein Vergleich zum Vorgängermodell, wenn man sich das hier mal so ansieht. Ja, also schaut doch mal, was hier für Details sichtbar werden. Unterschiedlich große Schuppen. Man sieht richtig, wie das hier so runtergeht, wie sich hier so ein Muskelstrang absetzt und so weiter, wie sich die Haut hier dehnt und das alles. Auch hier so an der Flanke, wo er sich streckt, die Verbindungshäute an den Beinen und so weiter. All das sind Details, womit sich das neue Exemplar überhaupt nicht mithalten kann. Dann zu den Knochenplatten selbst. Altes Modell. Extrem viele Details. Extrem viele Details. Allein schon wie diese Stacheln und Platten aus der Haut ragen, ist schon verblüffend. Auch hier am Ansatz werden extrem viele Details sichtbar, wenn man mal hier so weitergeht. Und dann im Vergleich zum neuen Modell. Tja, da sind so ein paar Kerben und ein paar Riefen drin. Es wirkt recht hölzern. Aber dennoch punktet für mich hier auch wieder die ältere Version. Dann die Schulterstacheln. Auch hier beim älteren Modell wirkt es viel realistischer, wie ich finde. Und auch hier, wie es aus der Haut rauskommt, die Details hier ringsherum. Ja, wie sich die Haut hier noch so über diesen Stachel da überlappt und so weiter. Im Vergleich dazu das neue Modell ist schon etwas schlichter gehalten. Wölbt sich zwar etwas, aber es kann überhaupt nicht mit den älteren Modellen mithalten. Warum also eine Neuauflage des Kentrosaurus von Schleich, wenn dieser nicht mal mit der alten Auflage mithalten kann? Ich freue mich auch, den in meiner Sammlung zu haben, aber wie gesagt, das alte Modell, das punktet einfach in jeder Hinsicht. Allein schon die Details hier an diesem Bein. Wahnsinn, oder? Schaut euch das mal genauer an. Und jetzt mal zum Vergleich das andere. Kein Vergleich, oder? Kein Vergleich. Überhaupt nicht. Schauen wir uns beide Exemplare nochmal von oben an. Da wird es sichtbar, dass das ältere Modell hier leichte S-Form zeigt. Also hier geht es dann noch weiter. Während hier sich einfach nur wie ein großes C krümmt. Das ältere Modell hat eine deutlich dynamischere Pose als wie das 2017er Exemplar. Und beide nochmal in der Ansicht von unten. Auch hier sind die Details beim älteren Modell wesentlich ausgeprägter als wie bei dem neuen Exemplar. Hier nochmal im Detail. Auch wenn man das 2017er Modell als ein recht schön gemachtes Modellchen ansehen kann, ist es doch ein deutlicher Rückschritt zum 2015er Exemplar. Ja, allein was die Details angeht und so weiter, da liegt der 2015er Kentrosaurus noch deutlich an der Spitze und bleibt ein Spitzenmodell, womit der neue nicht mithalten kann, also nicht in jeder Hinsicht. Es ist ein schönes Modell, wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen. Aber nichts im Vergleich zum alten Kentrosaurus. Hier nochmal beide Kopfformen im Detail. Und auch hier, denke ich mal, muss ich nicht erwähnen, dass auch hier der 2015er Kentrosaurus ganz weit vorne liegt. We'll be right back.
für beide Modelle nochmal direkt von vorn. Beide Exemplare nochmal direkt von hinten. Ja, und auch hier werden Unterschiede sichtbar. Die Haut bei dem 2015er Exemplar wirft sich deutlich mehr in Falten als wie etwa das 2017er Modell. Insgesamt wirkt das 2015er Modell lebendiger, fleischiger, etwas lebensechter als wie die neuere Version. Ja, Lieben, und das war's auch schon wieder, das Review zum 2017er Kentrosaurus im Vergleich mit seinem 2015er Gegenstück, auch wenn 2014 auf dem Modell draufsteht, hier auf dem linken Exemplar. 2015 kam der aber auf den Markt. Ich für meinen Teil klinge mich für heute wieder aus, sag danke, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Die Links zu beiden Modellen findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Modelle selber nochmal zulegen, falls ihr es nicht eh schon habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!